Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Neue Folge Town of Salem. Ringt. Leider als Disguiser für mich die nutzloseste Mafia-Rolle. Aber wir müssen mal gucken, was wir so treiben. Und wir sind weiterhin Doktoren. Wir waren Dr. Spencer Reed am Dienstag. Wir waren gestern Dr. Christopher Duncan Turk. Und heute sind wir Dr. Hodgins. Dr. Jack Hodgins, um genau zu sein. Aus Bones. Mal gucken, was wir dann claimen wollen. Das ist halt auch so eine Frage. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Schwierig. Eher Doktor. Passt halt zur Rolle und so. Zum Ergebnis des Invests. Ja. Perfekt. Gleich mal ein Leaf. Und zwar Mali. Das heißt, wir hatten auch noch die Annie-Rolle. Sensationelle Geschichte. Hat direkt geliefert. Die Frage ist, was für eine Rolle hatte er denn? Gefällt mir nicht. Wir hätten mit vier Mafias natürlich eine bessere Chance gehabt. Gerade mit mir als Dingenskirchen hier. Oh, Seinfeld wieder. Dem haben wir letzte Woche auch schon einige Folgen gehabt. X-Bow-Tod und Mali. Mal gucken, was das so wird. You ain't wet. Aber look out. Ist gut. Der Kill ist gut. Die Killnot wäre blöd gewesen, wenn ich disguised hätte. Und Sheriff? Ah, okay. Deswegen wurde er rausgemacht. Ist für mich auch nicht so schlecht, dass der raus ist. Zwei Investigatives. Report. Ja. Sixteen soll böse sein. Oh, Indica ist wieder da. Sixteen ist Doktor, Disguiser oder ist Kay? Wahrscheinlich Executioner. Ja, das ist die dümmste Idee, die er noch haben kann. Jetzt will man nicht mehr auf Dr. Claim gehen, oder? Ah, ist schwierig. Ich will mich eigentlich nicht so raushauen. Als ob da noch ein Lookout sein wird, also bitte. Jetzt werden wir wechseln. Wir gehen auf Medium oder sowas Blödes. Das gefällt mir zwar nicht, aber was soll man machen? No Dead Guys, Night 2. No. Auf K. Okay, versucht's. Ihr müsst's wissen. Es wäre halt so lustig, wenn es jetzt nach hinten losgehen würde. Und? Korsu ist tot, Sixteen ist tot, Weasley ist tot. Jailer exekutiert, der Doktor down und Korsu ist auch down. Könnte richtig nice sein. Weil wir jetzt hier mit drei Mafias leben. Sollte natürlich jetzt einer von uns gefunden worden sein, ist er natürlich am Arsch. Wegen des Investigators. Ah, Witches Dorf. Warum ist der Jailer tot? Ich hoffe, dass Seinfeld hier wirklich recht hatte. Das wäre echt gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Muss man mir leider lassen.
Und 16 wurde vom Werwolf gekillt. Okay, ich wäre jetzt ehrlich gesagt auf den Invest gegangen. Für den Fall, dass er nicht protected. Das ist wahr. Kill every Jailer claim. Er hat nicht mal Jailer geclaimed, er hat Doktor geclaimed, mehr oder weniger. Von daher macht das keinen Sinn. Korum wurde gewoblockt. Ah, okay. Hat er so gemacht. Jetzt müssen wir halt eigentlich ihn töten, den Investigator, bevor er einen von uns killt. Da hat Sarah Wiles recht. Ja, war eine schlechte Idee. Vor allem, weil es halt noch kein Dingkill gab. Gels gehört nicht zu uns, eventuell. Noch ein Lookout-Claim. Die Frage ist halt, ob Sarah Wiles hier confirmed. Hier ist Lookout. Okay, das heißt, wir könnten jetzt auf Madara gehen. Das hätten wir ihn ein bisschen hochfeuern können. Weil er ist confirmed. Jetzt müssen wir eigentlich den Lookout töten. Ja, Lookout. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Jetzt den Lookout killen ist natürlich gut. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr smarter Move. Dann ist der Invest in der nächsten Nacht dran. Selbst wenn wir jetzt einen Mafioso dadurch verlieren würden. Oh, Transporter? Oder hat er echt auf Madara gegangen? Das wäre dumm. Ah, er war gejailt, oder? Jailer und Vigilante haben Madara gekillt. Boah, wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist denn bitte das? Ich kann jetzt leider nicht claimen, dass er geheilt wurde, weil es kann keinen Doktor geben mit Lookout, Sheriff, Lookout, Investigator. Wir tun so ein bisschen auf dumm. Das ist okay. Wir wählen einfach gar keinen. Die Votes reichen nicht. Wow. Der kann doch gar nicht mehr schießen. Was ist los mit dem? Eins, zwei, drei Mafia. Nute Benning. Ja, Werwolfnacht ist nächste Nacht. Da müssen wir Glück haben. Ein paar gute Kills raushauen. Kein Claim. Wie geil ist das denn?
He can't exe and he und Vici can't shoot anymore. Inika ist der Jailer. Und der Indika ist halt der Jailer. Zu 100% aufgrund des Whispers. Ja, wir verlieren jetzt, weil er nicht claimt. Jetzt müssen wir hoffen, dass der Werwolf halt gut tötet. Es ist noch ein Vigilanti. Bitte was? Wie kann das denn bitte sein? Er starb durch Jailer und Vigilanti und ich werde von Vigilanti erschossen. Der hat einen Tawny gekillt. Wow. Das wusste ich echt nicht. Ich denke mal, dass der AFK ist. Es war klar, dass er Jailer ist. Deswegen reporte ich jetzt erstmal Depression für AFK sein. Ja, das war's dann halt, gell? Und er stirbt auch noch durch den Werwolf. Wie ärgerlich ist das denn bitte? Gut, das Ding ist halt sowieso durch jetzt. Oh, Amnesiac wurde zur Witch. Wow. Aber ein guter Move. Witchy ist confirmed, Lookout ist confirmed, Sarah White ist confirmed, dann haben wir alle Bösen. Schwierig. Ich wäre halt auch Town geworden, eventuell. Oder hätte noch gewartet. Ging nach hinten los. Aber das mit dem toten Ding habe ich echt nicht beachtet. Das wusste ich echt nicht. Krass. Aber was gelernt. Ich bin echt stark davon ausgegangen, dass er sich umbringt. Deswegen dachte ich ja, okay, alles cool. Er wird mich nicht töten. Und dann passiert sowas. Wobei wir sowieso am Ende gewesen wären. Ja, da hast du recht. Aber es war wirklich eine schöne Idee. Das lief halt auch dumm zusammen. Der Idiot hier. Und dann hat der Jailer halt schon den Investigator gekillt, was halt auch ein dummer Move war. Muss man jetzt mal sagen, Indika. Ärgerlich. Ich fand den Move gar nicht so schlecht vom Stu. Was haben wir? Keine Werwolfnacht. Wir wurden gekillt. Das heißt, es ist mir so um.
Jetzt werden sie ja halt am nächsten Tag den letzten Werwolf hochwählen. Madara ist halt auch nicht gerade die hellste oder der hellste. Offensichtlich neu, ja. Da hast du auch recht. Man darf halt den Werwolf eher nicht benutzen, weil der könnte zu Hause bleiben. Aber jetzt war's das. Laut der konfirmte Rollen. Das war's. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß, aber wir haben noch so viel Zeit. Ich hoffe, die wählen schnell. Ich kann noch mal erinnern, wenn ihr Lust habt, beim Kopf des Zuschauers dabei zu sein, könnt ihr Rundentown aus Salem aufnehmen. Mit OBS, Afterburner, die sind beide kostenlos. Oder DxTory, XSplit, Fraps, Shadowblaze, glaube ich, heißt es von Nvidia. Mit zukommen lassen. Wichtig ist, ihr lebt lang genug. Und dann geht's los. Jetzt komm, wählt. Na also. Ich mache der Mieze keinen Vorwurf. Ganz ehrlich. Auch wenn ich dann natürlich schon frühzeitig rauskristallisiert habe, wer böse ist. Sie haben es beide gemacht, also bitte. So, jetzt war's es aber. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es morgen weitergeht mit einer neuen Runde. Und dann nämlich sind wir wieder bei Dr. House in der Serie angekommen. Wir machen also relativ viele Doktoren in dieser Woche. Hättest du mal den Mafioso nicht gekillt, also den neuen Godfather. Ärgerlich. Bitteschön, einmal die Rollenliste und auf Wiedersehen, Leute. Tschüss.